1620 erlitten die protestantischen Truppen in der Schlacht am Weißen Berg eine katastrophale Niederlage. Damit endete der Ständeaufstand in Böhmen und damit eskalierte der Dreißigjährige Krieg. Nur Tage nach der Schlacht am Weißen Berg versprachen Plakate in Brüssel und Wien eine Belohnung für Hinweise auf einen vor einigen Tagen entlaufenen König, mittelgroß, kein nennenswerter Bart oder Schnurrbart, Gesinnung nicht schlecht, solange ihm kein gestohlenes Königreich im Wege liegt. Name Friedrich. Gemeint war damit Friedrich V., der Pfalzgraf, der von den Aufständischen zum König von Böhmen gemacht worden war. Nach dem Desaster am Weißen Berg war Friedrich Hals über Kopf aus Prag geflohen. Seine Zeit auf dem böhmischen Thron war so kurz gewesen, dass er spöttisch der Winterkönig genannt wurde. Im Winter 1620-21 befand er sich auf der Flucht. Er hatte kaum noch Rückhalt im Reich und der Krieg tobte nun auch in seinen Stammlanden, der Kurpfalz. Der Herrscher dieses Fürstentums, der Pfalzgraf, war einer der 7 Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches und hatte damit eine Stimme bei der Wahl des Kaisers. Weil Friedrich nicht nachgegeben hatte, hatte sich der Konflikt nach Westen in den Einflussbereich des Spanischen Reiches verlagert. Ganz in der Nähe der Kurpfalz verlief nämlich die wichtigste Verbindung Spaniens zu seinen Besitzungen in den südlichen Niederlanden, die sogenannte Spanische Straße. Weil der 12-jährige Waffenstillstand zwischen der Republik der Vereinigten Niederlande und dem Spanischen Reich gerade auslief, wollte Spanien kein Risiko eingehen und war bereit, sofort einzugreifen, wenn diese Verbindung bedroht werden würde. In diesem Video sehen wir uns den Abschnitt des Dreißigjährigen Krieges an, der als der Krieg in der Kurpfalz bekannt ist. Die Art und Weise, wie die Habsburger diesen Krieg führten, sollte die Protestanten in Deutschland völlig vor den Kopf stoßen und fast alle europäischen Großmächte in den Konflikt hineinziehen. Entsprechend ist diese Phase entscheidend, um zu verstehen, wie sich der Dreißigjährige Krieg von einem lokalen Konflikt in Böhmen zu einer europäischen Katastrophe und einem deutschen Trauma entwickelte, wie der Professor für politische Theorie Herfried Münkler ihn treffend nennt. Dieses Video enthält kein herkömmliches Sponsoring. Stattdessen arbeiten wir mit Hörner zusammen. Hörner stellt Schreibwaren in höchster Qualität her. Wenn du dir selbst was gönnen willst oder noch ein edles Weihnachtsgeschenk suchst, dann schau über den Link in der Beschreibung bei Hörner vorbei und profitiere mit dem Code SANDROMAN von 10% Rabatt. Im Frühjahr 1621 war Friedrich von Prag über Berlin nach Den Haag geflohen. Dort lebte er mit seiner Frau Elisabeth Stuart, der Tochter des englischen Königs Jakob I., im Exil. Friedrichs Lage war verzweifelt. Kaiser Ferdinand II. Hatte die Reichsacht über ihn und seine militärischen Führer verhängt, wodurch Friedrich rechtlich gesehen alle Ansprüche auf die Pfalz und die Kurwürde verloren hatte. Dazu kam noch, dass die Protestantische Union, die Friedrich am ehesten hätte helfen können, ihre Satzung im Mai 1621 nicht bestätigte und damit im Grunde genommen aufhörte zu existieren. Auch Friedrichs wichtigster Verbündeter, Gabor Bethlen, der Fürst von Siebenbürgen, konnte ihm nicht helfen. Er befand sich in Ungarn in einer Pattsituation mit dem habsburgischen General Bucqua, und es sah nicht danach aus, als würde er sich demnächst durchsetzen können. Internationale Unterstützung war ebenfalls keine in Aussicht. Friedrich erhielt lediglich etwas Geld und ein paar leere Versprechungen. Wie es soweit kommen konnte, haben wir in den ersten beiden Videos dieser Reihe erklärt, die sich mit dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges und dem Ständeaufstand in Böhmen befassen. Im März 1621 berief der König von Dänemark eine Konferenz ein, an der Friedrich, Jakob I., die Niederländer und die wichtigsten deutschen Protestanten teilnahmen. Sehr zu Friedrichs Enttäuschung beschlossen aber alle Anwesenden lediglich Truppen zur Verteidigung ihrer eigenen Länder aufzustellen, anstatt ihn zu unterstützen. Die protestantische Zusammenarbeit war zum Scheitern verurteilt, weil alle Beteiligten ihre eigenen Pläne verfolgten. Schweden wollte sich komplett aus der Sache raushalten,
Dänemark wollte die Gelegenheit nutzen, den Mitgliedern der Hanse Zollrechte auf den norddeutschen Flüssen abzunötigen, was wiederum den Niederländern gar nicht passte, weil die Hansestädte ihre wichtigsten Handelspartner waren. Einzig ein wenig Geld und das Zugeständnis, dass Friedrich Truppen in den Territorien dieser Mächte rekrutieren durfte, kamen für die gemeinsame Sache zusammen. Und tatsächlich waren die folgenden Rekrutierungskampagnen recht erfolgreich. Bevölkerungswachstum, Missernten und religiöse Überzeugung führten dazu, dass viele sich nur zu gern anwerben ließen. Männer strömten in Scharen in die Heere Europas, sodass schlussendlich zum Beispiel über 100.000 Engländer und etwa 10% der gesamten männlichen schottischen Bevölkerung im Krieg kämpften. Friedrichs letzte verbliebene Verbündete waren beide im Osten des Reiches blockiert. Gabor Bethlen kämpfte immer noch gegen Bükwa und der Herzog von Jägerndorf stand in Schlesien einem ehrgeizigen jungen Mann namens Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein gegenüber. Nachdem Bükwa bei der Belagerung von Neuhäusel gefallen war, gelang es Jägerndorf und Bethlen, sich zusammenzuschließen und Bratislava zu belagern. Aber bereits nach kurzer Zeit ging Bethlen das Geld aus, so dass die beiden die Belagerung aufgeben mussten. Als Bethlen Ende 1621 dann einen Waffenstillstand mit Ferdinand schloss und Jägerndorf im August 1622 in Glatz umzingelt wurde, hatte Friedrich auch seine letzten Verbündeten verloren. Aber gerade als es schien, als würde niemand mehr die protestantische Sache vertreten, betraten einige neue Streiter die Bühne. Drei von ihnen waren als große Söldnerführer besonders wichtig. Ernst von Mansfeld, Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel und Georg Friedrich von Baden-Durlach. Sehen wir uns nun diese neuen protestantischen Streiter etwas genauer an. Natürlich setzen sie alle drei, wie die meisten großen Feldherren ihrer Zeit, bevorzugt auf qualitativ hochwertige Stifte der Firma Hörner. Eine große Auswahl dieser edlen Schreibwaren findet ihr auf der Website von Hörner. Georg Friedrich von Baden-Durlach entschied sich, in den Krieg einzugreifen, weil er eine Chance sah, seine finanzielle und politische Situation zu verbessern. Seine Familie war in den 1590ern bankrott gegangen und er befand sich im Streit mit seinem mächtigen lutherischen Nachbarn Württemberg. Darüber hinaus hatte Georg Friedrich Friedrich V. bei seinen Bestrebungen, König von Böhmen zu werden, unterstützt und fürchtete nun den Zorn des Kaisers. Herzog Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel, auch bekannt als der tolle Halberstädter, weil er das Bistum Halberstadt verwaltete, war überzeugter Lutheraner. Sein Credo war Gottes Freund, der Pfaffen Feind, was durchaus darauf schließen lässt, dass er aus religiöser Überzeugung in den Konflikt eingriff. Aber es gab wohl auch noch einen zweiten Grund. Auf den Fahnen seiner Truppen stand nämlich für Gott und für sie, was vermutlich auf Friedrichs Frau Elisabeth Stuart bezogen war. Deshalb vermuten einige Historiker, dass er das Eingreifen in den Krieg in der Kurpfalz als ritterlichen Akt betrachtete. Vermutlich hatte Christian auch vor, sein Gebiet auf Kosten des Paderborner Bischofs zu erweitern, aber seine wahren Absichten sind schwer festzustellen. Der berühmteste der drei war Ernst von Mansfeld. Er hatte bereits während des böhmischen Aufstandes gegen die Habsburger gekämpft. Im Mai 1621 versuchte Mansfeld zu Jägerndorf durchzubrechen, scheiterte aber und sicherte stattdessen die Straße von Pilsen nach Nürnberg, indem er sich mit seinen 13.000 Mann bei Weidhaus verschanzte. Nur wenige Kilometer entfernt, im Dörfchen Rosshaupt, stand Johann Zerklas von Tilly mit einer katholischen Armee von 18.000 Mann. In den 4 Monate langen Kämpfen, die sich die beiden anschließend lieferten, konnte sich Tilly trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit seiner Armee nicht durchsetzen, weil Maximilian von Bayern seine besten Truppen abgezogen hatte, sodass Tilly fast nur Miliztruppen übrig blieben. Erst als Maximilian im September 1621 nach Amberg marschierte, um Mansfeld den Rückzug abzuschneiden, zog sich dieser, der nur noch etwa 7.000 Mann hatte, über Nürnberg nach Mannheim zurück. Damit hatte Maximilian freie Bahn.
Er eroberte rasch die Oberpfalz und schickte Tilly mit einem großen Teil seines Heeres Mansfeld hinterher nach Westen, um zu verhindern, dass die Spanier die Unterpfalz eroberten. Die Unterpfalz ließ sich gut verteidigen. Die Region wurde durch den Rhein zweigeteilt, der nur an zwei Stellen, nämlich bei Oppenheim und Germersheim, bequem überquert werden konnte. Auf der Ostseite, am Zusammenfluss von Neckar und Rhein, lag das stark befestigte Mannheim, von dem aus ein weites Gebiet kontrolliert werden konnte. Auf der Westseite lag der Pfälzer Wald, der die Unterpfalz von Mainz und Trier abgrenzte, und gleich gegenüber von Mannheim befand sich Frankenthal, die wichtigste Festung auf dieser Flussseite. Diese beiden Städte wurden nach der Auflösung der Protestantischen Union von 7000 Mann unter dem Engländer Horace Vere verteidigt. Gleichzeitig, wie sich der Krieg nach Westdeutschland verlagerte, eskalierte er langsam. 1622 schien es fast, als würden Armeen wie Pilze aus dem Boden schießen. Eine spanische Streitmacht unter Gonzalo Fernández de Córdoba, einem Urenkel des berühmten Gran Capitán, zog bei Frankenthal gegen die Briten unter Oberst Vere. Erzherzog Leopold V. bezog mit einer kaiserlichen Armee von 6000 Mann, die später von 9000 Kosaken verstärkt wurde, im Elsass Stellung, und der Graf Anhalt, nicht zu verwechseln mit dem protestantischen Feldherrn von Anhalt, stellte im Auftrag der katholischen Liga ein weiteres Heer von 12.000 Mann auf. Anhalt war Tillys Stellvertreter und rekrutierte dieses zweite Heer, um auf die Überfälle von Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel in Paderborn zu reagieren und um Westfalen vor den Gefahren des wiederaufflammenden 80-jährigen Krieges in den Niederlanden zu schützen. In der Zwischenzeit hatte Georg Friedrich in Knielingen bei Karlsruhe eine Streitmacht von 11.000 Mann aufgestellt. Und Mansfeld hatte sich Friedrich V. angeschlossen, der heimlich durch Frankreich nach Germersheim gezogen war, um ihn dort zu treffen. Es waren strukturelle Faktoren, die es ermöglichten, in so kurzer Zeit so viele Armeen auf die Beine zu stellen. Große Teile der Bevölkerung waren arbeitslos und die Lebensmittelpreise waren extrem hoch. Dadurch war die Aussicht auf leicht verdientes Geld und Plünderungen, die der Kriegsdienst bot, umso verlockender. Die Konflikte der letzten Jahre hatten außerdem dazu geführt, dass zahlreiche Veteranen auf der Suche nach einer Beschäftigung waren. Als Tilly die Unterpfalz erreichte, war seine Armee durch Krankheit und Desertion auf weniger als 12.000 Mann geschrumpft. Es gelang ihm, weder Heidelberg noch Mannheim einzunehmen, und auch Córdoba scheiterte an den britischen Verteidigern von Frankenthal. Aber nun konnte auch Tilly von der Situation in Deutschland profitieren. Er füllte die Reihen seiner Armee wieder auf und hatte im April eine Truppenstärke von 15.000 bis 20.000 Mann erreicht. So verstärkt rückte er erneut Richtung Heidelberg vor. Etwa gleichzeitig überquerten Friedrich und Mansfeld bei Germersheim den Rhein. Sie versuchten, unbemerkt an Tilly vorbeizukommen und hofften, dass Georg Friedrich zu ihnen stoßen würde. Aber ihr Plan ging nicht auf. Tilly schlug im Morgengrauen des 27. April zu und erwischte sie, als sie den Kleinbach bei Mingolsheim, etwa 10 Kilometer südlich von Wiesloch, überquerten. In der folgenden Schlacht konnte sich keine der beiden Seiten durchsetzen, aber mit über 2000 Mann hatte Tilly wesentlich höhere Verluste als Mansfeld, der nur 400 Mann verlor. Nach der Schlacht zog sich Tilly nach Wimpfen zurück und Mansfeld und Friedrich trafen sich am 29. April bei Sinsheim mit Georg Friedrich. Zusammen hatten sie 30.000 Mann zur Verfügung. Es gelang ihnen aber nicht, Tilly aus dem Weg zu räumen, bevor auch er Unterstützung von Córdoba erhielt. Weil ihnen langsam die Vorräte ausgingen, stießen Mansfeld und Friedrich Richtung Ladenburg vor, wo eine spanische Garnison stationiert war, während Georg Friedrich Tilly verfolgte. Am Abend des 5. Mai 1622 holte Georg Friedrich Tilly schließlich ein. Er überquerte den Böllinger Bach, der Hochwasser führte, von Südwesten her und ließ seine Truppen bei Obereisesheim Schlachtordnung einnehmen. Aber Georg Friedrich überschätzte sich selbst und unterschätzte seinen Gegner, denn er wusste nicht,
dass Córdoba inzwischen zu Tilly gestoßen war. Er reihte seine Männer hinter 70 Wagen auf, die teilweise mit Geschützen bestückt waren. Am nächsten Morgen eröffnete die Artillerie die Schlacht. Weil das keine Entscheidung brachte, rückten Tilly und Córdoba um 11 Uhr vor, wurden aber so schwer beschossen, dass sie sich in den Schutz der Bäume zurückziehen mussten. Nach diesem Erfolg machte Georg Friedrich erstmal eine Mittagspause und rief seine Vorposten zurück. Córdoba nutzte diese Gelegenheit und besetzte den verlassenen Wald mit spanischen Musketieren. Als er das sah, schickte Georg Friedrich seine Infanterie, um den Wald zurückzuerobern, und startete einen Überraschungsangriff mit einem Großteil seiner Kavallerie bei Obereisesheim. Der Angriff der Kavallerie wurde durch den dicken Pulverdampf der Artillerie und den Staub, den das Geplänkel auf der Ebene zwischen den zwei Armeen aufwirbelte, gedeckt. Deshalb wurden mehrere Einheiten Tillys überrannt und seine gesamte linke Flanke begann einzubrechen, als Georg Friedrichs Reiter gegen das Zentrum drängten, um die feindliche Artillerie zu erobern. Aber das erfahrene Regiment Schmidt machte Georg Friedrich einen Strich durch die Rechnung, denn es bildete rasch eine Igelformation und hielt Stand. Das führte dazu, dass Georg Friedrichs Kavallerie ihre Ordnung aufgab. Einige bedrängten das Schmidt-Regiment, während andere die Fliehenden verfolgten. Die Infanterie war ihnen keine Hilfe, denn sie steckte hinter ihren Wagen fest. In der Zwischenzeit waren Córdobas Musketiere zu Georg Friedrichs Stellung vorgedrungen und bedrohten sie von der Flanke. Nun setzte sich auch die zahlenmäßig überlegene und erfahrenere Kavallerie der Liga und der Spanier gegen Georg Friedrichs Reiterei durch und drängte sie langsam zurück. Etwa gegen 19 Uhr startete die Infanterie dann einen letzten Angriff auf die Wagenburg. Und gerade als sie vorrückte, traf ihre Artillerie einige Pulverwagen. Die unerwartete Explosion erschütterte die Moral der verbliebenen Verteidiger, die aber dennoch starken Widerstand leisteten. Nichtsdestotrotz wurde Georg Friedrichs Armee schließlich gegen den Böllerbach gedrängt und eingekesselt. Am Ende des Tages war sie praktisch komplett aufgerieben. Gerade mal 3000 Mann entkamen und konnten sich Mansfeld anschließen, der am 8. Mai endlich Ladenburg einnahm. Dann begab sich Mansfeld vorerst auf die andere Seite des Rheins, um Erzherzog Leopold abzuwehren, der seinen neuen Stützpunkt in Hagenau im Elsass bedrohte. In der Zwischenzeit näherte sich die Armee von Herzog Christian dem Main. Ihr Weg nach Süden, zu Mansfeld, führte durch Hessen-Darmstadt, das vorgab, neutral zu sein, aber eigentlich die kaiserliche Seite unterstützte. Um sicherzustellen, dass der Landgraf von Hessen-Darmstadt Herzog Christian passieren ließ, kehrte Mansfeld Anfang Juni aus dem Elsass zurück und nahm ihn fest. Währenddessen überquerte Córdoba mit dem größten Teil seiner Truppen den Rhein und Tilly erhielt Verstärkung von den spanischen Truppen in Böhmen und von Anhold, der Christian nach Süden gefolgt war. Damit war Tillys Heer so groß wie noch nie. Es zählte nun ebenfalls 30.000 Mann. Am 10. Juni blockierte Tilly Mansfelds Marsch nach Norden bei Lorsch, überquerte den Main bei Aschaffenburg und zog dann an Frankfurt vorbei, um Herzog Christian einzuholen, der am 20. Juni die Brücke von Höchst westlich der Stadt überquerte. Obwohl Mansfeld 5000 Mann zu Christians Unterstützung schickte, war dieser Tilly 2:1 unterlegen. Tilly isolierte dieses Mal systematisch die 2000 Mann Infanterie, die ihn bei Sossenheim aufhalten sollten, und verließ sich darauf, dass die Panik den Rest erledigen würde. Und tatsächlich verstopften Christians Männer in der Eile die Brücke von Höchst, sodass sie zusammenbrach, nachdem nur 3000 Mann sie überquert hatten. Christian befahl daraufhin seiner Kavallerie, den Fluss schwimmend zu überqueren, was aber auch keine gute Idee war und dazu führte, dass viele ertranken. Tilly vergrößerte die Panik noch, indem er ein Kavallerieregiment vorausschickte, um Druck zu machen. Insgesamt verlor Christian bei dieser Begegnung ein Drittel seines Heeres und viele der Überlebenden konnten nur sich, aber nicht ihre Waffen retten. Tilly reparierte die Brücke und verfolgte dann Mansfeld und Christian, die sich in aller Eile nach Mannheim zurückzogen.
Bei dem überstürzten Marsch verloren sie weitere 2000 Mann und mussten einen Großteil ihres Gepäckzuges zurücklassen. Diese Niederlage war ein schwerer Schlag für den Widerstand in der Pfalz. Dazu kam noch, dass Georg Friedrich bereits Verhandlungen über eine Begnadigung aufgenommen hatte und am 22. Juni seine verbliebenen Truppen auflöste. Er dankte zugunsten seines Sohnes ab. Mansfeld und Christian zogen sich nach Hagenau zurück und Friedrich löste Mansfelds Vertrag am 13. Juli 1622 auf Druck von König Jakob von England hin auf, um den Kaiser zu besänftigen. Tilly nahm Heidelberg und Mannheim beide nach längeren Belagerungen ein und blieb dann östlich des Flusses, um auch Ladenburg zurückzuerobern. Damit kontrollierte Maximilian von Bayern nun die gesamte Unterpfalz westlich des Rheins. Unter dem Druck von Anhold, Leopold und den 9000 Kosaken, die gerade eingetroffen waren, verließen Mansfeld und Christian Hagenau und zogen sich durch das neutrale Lothringen nach Sedan zurück. Nach längeren Verhandlungen traten sie am 24. August für 3 Monate in niederländische Dienste. Die beiden sollten bei der Befreiung der belagerten Festung Bergen op Zoom helfen, einer Festung der Republik, die südlich des Rheins lag. Dazu mussten sie jedoch spanisches Gebiet durchqueren. Das war ein erhebliches Risiko, denn in den letzten Wochen waren viele ihrer Soldaten desertiert, sodass nur noch 6000 Kavalleristen und 8000 Infanteristen übrig blieben, die noch dazu eine schlechte Moral hatten und sich ständig widersetzten. Mit diesem traurigen Rest ihrer Armee trafen sie am 29. August bei Fleury auf Córdoba, der ihnen mit 9000 Mann zu Fuß und 2000 Reitern gefolgt war und nun den Weg versperrte. Es gelang Mansfeld und Christian zwar nach wiederholten Angriffen durchzubrechen, aber sie verloren ihr gesamtes Gepäck, ihre Artillerie und vor allem einen großen Teil der verbliebenen Infanterie. Als sie am nächsten Tag Breda erreichten, musste Christian sich dort den linken Unterarm amputieren lassen, weil er verwundet worden war. Er ließ sich jedoch nicht unterkriegen und prägte eine Gedenkmedaille, auf der stand Altera Restat, den anderen habe ich noch. In der Zwischenzeit wiesen die Protestanten die britischen Truppen in Frankenthal an, sich den Spaniern zu ergeben, weil man davon ausging, dass Philipp IV. Von Spanien zugestimmt hatte, Friedrich V. seine Besitzungen zurückzugeben. Bald stellte sich jedoch heraus, dass gar keine solche Abmachung existierte und im Februar 1623 entzog Kaiser Ferdinand II. Friedrich die Kurwürde und übertrug sie auf Maximilian von Bayern, einen überzeugten Katholiken und treuen Unterstützer der Habsburger. Im Gegenzug tilgte Maximilian Ferdinands Kriegsschulden in Höhe von 12 Millionen Gulden. In der Zwischenzeit marschierte Mansfeld mit neuen niederländischen Rekruten nach Ostfriesland und Herzog Christian nach Niedersachsen. Aber die beiden hatten immer weniger Rückhalt. Ferdinand bot ihnen sogar Frieden an, aber sie lehnten ab. Etwa ein Jahr später versuchte Christian in die Niederlande zu fliehen, wurde aber von Tilly nahe des Dorfes Stadtlohn gestellt. Im folgenden Kampf verlor er fast alle seine Offiziere und konnte auch sich selbst nur um ein Haar retten. Trotzdem sollte es nicht lange dauern, bis er wieder in die Dienste der Niederländer trat. Am anderen Ende des Brandherdes, in Ungarn, hoffte Bethlen, dass Christian nach Osten ziehen und ihm helfen würde. Er wollte wie schon 1620 einen Handel mit dem osmanischen Sultan eingehen, der ihm 30.000 osmanische Soldaten schicken sollte, wenn er dafür Ungarn und Böhmen zu Vasallenstaaten des Osmanischen Reiches machte. Das löste in Wien Panik aus. Bethlen war sich dessen nicht bewusst und schloss Ende 1623 einen weiteren Waffenstillstand mit Ferdinand, der 1624 zu einem Frieden erweitert wurde. Damit war der Krieg in der Kurpfalz beendet. Die protestantischen Söldnerführer waren geschlagen und es war scheinbar Frieden eingekehrt. Ferdinand und seine Unterstützer ernteten nun die Früchte ihres Sieges.
Friedrich wurde gezwungen, einen Waffenstillstand zu unterzeichnen, während Ferdinand seine Kontrolle über Böhmen sicherte und es zum erblichen Besitz der Habsburger erklärte. Außerdem konfiszierte er die Ländereien derjenigen protestantischen Adligen, die den Aufstand angeführt hatten, und forcierte eine katholische Gegenreformation in Böhmen. Die Landübertragungen, die Ferdinand vornahm, waren zwar von entscheidender Bedeutung, aber sie überschatten auch einen anderen zentralen Aspekt von Ferdinands Vorgehen, nämlich die Ernennung von 11 neuen Fürsten. Zu diesen neuen Fürsten zählte auch ein gewisser Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein, der einige Monate später zu einer Schlüsselfigur im Dreißigjährigen Krieg werden sollte. Diese Ernennungen erregten bei den Kurfürsten große Besorgnis, weil klar war, dass es sich dabei um einen Versuch handelte, den Reichstag mit Anhängern der Habsburger zu besetzen. Trotzdem akzeptierten sie die Stimmen der neuen Fürsten unter der Bedingung, dass sie angemessene Lehen erhielten. Eine andere Art der Landübertragung erfolgte zwar nicht freiwillig, aber aus eigenem Antrieb. Die Rekatholisierung veranlasste nämlich viele Protestanten, ihre Sachen zu packen und zu gehen. In der Regel konnten sich das nur die Wohlhabenden leisten. Die 150 Bürger, die Wien nach 1623 verließen, besaßen zum Beispiel ein Vermögen von etwa 300.000 Gulden. Das war ein großer Verlust für die, die blieben, und verschlimmerte die Folgen des Krieges noch weiter. Viele von denen, die ihre Heimat verließen, waren verbittert und hofften geradezu, dass der Krieg weitergehen würde. Die Übertragung von Ländereien und Titeln, insbesondere der Kurwürde, und die Rekatholisierung verstärkten die Abneigung der Protestanten gegen die Habsburger weiter. Viele von ihnen hatten Ferdinand bei der Wiedererlangung der böhmischen Krone unterstützt, weil sie ihn für den rechtmäßigen König hielten. Aber genau wie sie ihn für den rechtmäßigen König von Böhmen gehalten hatten, war in ihren Augen Friedrich der rechtmäßige Kurfürst von der Pfalz. Deshalb stellten sie sich auch gegen seine Absetzung. Die Streitfrage war nun immer mehr das Gleichgewicht zwischen der Autorität des Kaisers und den Rechten der einzelnen Fürsten, oder anders gesagt, zwischen der sogenannten ständischen Libertät, auch bekannt als deutsche Freiheit, und der zunehmend absoluten Macht des Kaisers. Als Reaktion auf die Haltung des Kaisers bildeten einige europäische Mächte, darunter England, die Republik der Vereinigten Niederlande und Dänemark-Norwegen, eine anti-habsburgische Allianz. Sie waren entschlossen, der Ausbreitung der habsburgischen Macht Einhalt zu gebieten und den verheerenden Konflikt, der bereits zahllose Menschenleben gefordert und große Teile Europas in Schutt und Asche gelegt hatte, endlich zu beenden. Erreichen sollten sie jedoch das genaue Gegenteil. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schaut doch mal auf der Website von Hörner vorbei. Indem ihr unseren Partner unterstützt, helft ihr auch uns und findet vielleicht erst noch ein passendes Weihnachtsgeschenk für jemanden mit außerlesenem Geschmack. Mit dem Code SANDROMAN erhaltet ihr 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Danke für eure Unterstützung!